Wir kommen endlich zur Auflösung des Wettbewerbs für die 88 Liter Diesel, die es zu gewinnen gegeben hat, beim Start von Fast and Furious 5. Gewonnen hat Melanie Frick, die kommt aus Grabs, das ist irgendwo neu an der Grenze von Deutschland und Liechtenstein. Ist ein bisschen weiter weg für die Herren. Wir sind uns jetzt noch am Überlegen, ob sie mit dem Zug kommt und wir ihr nachher einen Tank zur Verfügung stellen, um mitzugeben, oder ob sie das direkt doch an der Tankstelle mit ihrem Auto dann einlösen will. Das Problem ist, der Weg ist ein bisschen weit. Ich weiss auch nicht, ob sich das lohnt. Jedenfalls die 88 Liter hat sie so oder so gewonnen. Wir freuen uns und es lohnt sich doch mitzumachen. Schaut vielleicht, dass ihr ein bisschen von der Region seid, wenn ihr so Preise gewinnen wollt. Würde sich lohnen. Dann ja, das nicht gerade zu verspielen. Wir freuen uns nächste Woche noch auf die Auflösung des Piratenwettbewerbs und die Gewinner werden dann auch hier bekannt geben. Dankeschön und tschüss. See you.